Wir beginnen unsere Tour über die Weihnachtsmärkte der kreisfreien Städte im Allgäu in Memmingen. Hier heißt er Christkindlesmarkt und befindet sich auf dem Marktplatz. Und wie viele andere Weihnachtsmärkte im Allgäu auch, hat er eine lange Tradition. Schon in der Nachkriegszeit hat es die ersten vorweihnachtlichen Märkte in Memmingen gegeben. Mittlerweile kümmert sich der Verein Werbegemeinschaft Junge Altstadt um den Christkindlesmarkt. Rund 30 Händler und ihre Waren locken die Menschen in diesem Jahr in die Innenstadt. Und auch der Nikolaus hat schon einmal vorbeigeschaut und so dafür gesorgt, dass zumindest zum Teil weihnachtliche Stimmung aufkommt. Ja, irgendwann muss es ja mal anfangen, auch ohne Schnee, oder? Und die Lichter und die Stimmung passt. Und wie geht's Ihnen? Ach doch, ja, auf jeden Fall. Die Beleuchtung macht schon, ja, bringt schon eine Stimmung, ganz klar. Oh je, wenn ich daran denke. Das geht alles schon viel zu zeitig los. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann hat man eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ja, die ist jetzt da, oder? Glühwein. Ja. Jedes Jahr, alle Jahre wieder. Und jetzt sind wir unterwegs, wir zwei, und versuchen die Stimmung aufzubauen. Wie sieht es bei dir aus mit der Weihnachtsstimmung? Gut. Freust du dich schon? Ja. Noch bis zum 18. Dezember hat der Christkindlesmarkt in Memmingen geöffnet. Werktags ab 11 Uhr, sonntags ab 12, aber jeden Tag bis 20 Uhr. Das gilt auch für den Weihnachtszauber in Kaufbeuren. Die gut 25 Händler machen ihre Hütten um 20 Uhr dicht. Geöffnet wird der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz unter der Woche um 15 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag schon um 13 Uhr. Dort am Kirchplatz ist auch eine Station des Kaufbeurer Weihnachtswegs. Er findet heuer zum 12. Mal statt, aber eine Sache ist neu. Wir haben in über 20 Schaufenstern in der Innenstadt Ideen gestaltet, weihnachtliche Ideen, nicht alle weihnachtliche, aber meistens weihnachtliche Ideen gestaltet, also Schaufenster gestaltet. Und dieses Mal ist es neu von Kaufbeurer Künstlern gemacht worden. Wir haben also 8 Kaufbeurer Künstler angefragt und diese Kaufbeurer Künstler haben diese Schaufenster gestaltet. Der Weihnachtsweg führt auch am Neptunbrunnen vorbei. Dort ist der größte echte Adventskranz der Welt zu sehen. Er hat einen Durchmesser von über 8 Meter. Lindau lädt traditionell zur Hafenweihnacht ein. Aufgrund seiner Lage am Ufer des Bodensees ist der Weihnachtsmarkt in dieser Form einzigartig. Auch hier sorgen rund 60 Händler mit ihren Ständen für vorweihnachtliche Stimmung. Dem alten Leuchtturm mitten auf dem Markt fällt heuer eine neue Rolle zu. Das Besondere dieses Jahr wird sein, dass wir unseren Leuchtturm, den alten Leuchtturm, wieder geöffnet haben. Und der ist dieses Jahr unser Märchenturm. Hier werden jeden Samstag und Sonntagnachmittag Kindern Märchen erzählt. Die Hafenweihnacht in Lindau hat freitags, samstags und sonntags geöffnet, immer von 11 bis 21 Uhr und geht bis einschließlich 18. Dezember. Den größten Weihnachtsmarkt im Allgäu finden Sie in Kempten auf dem Rathausplatz. Das Angebot der 70 festlich geschmückten Hütten ist breit gefächert, soll aber den vorweihnachtlichen Charakter bewahren. Das ist den Organisatoren wichtig. In diesem Jahr kann der Kemptner Weihnachtsmarkt mit einigen Neuerungen aufwarten. Unter anderem wurde die Bühne verlegt. Mit dem Weihnachtsbrunnen, mit dem Christbaum und mit der neuen Bühne an der Ostseite, an der Ostfassade des Rathauses, haben wir so einen zentralen Platz jetzt hier geschaffen. Die Bühne ist auch etwas größer, ist windgeschützter für die Gruppen. Und naja, was dazu kommt, ist die Tatsache, dass wir jetzt jeden Abend verschiedene Musikgruppen hier auf dem Weihnachtsmarkt haben. Also bis zum 21. Dezember ist hier ständig was los auf der Bühne, nachmittags insbesondere für die Kinder. Und am Abend dann Chöre, Blaskapellen und unterschiedlichste Musikgruppen. Auch wenn der Schnee noch auf sich warten lässt, die Temperaturen sind abends schon winterlich kalt. Und so können sich die Besucher des Kemptner Weihnachtsmarkts bis 20 Uhr, samstags bis 21 Uhr, zum Beispiel mit einem Becher Glühwein, aufwärmen. Und das noch bis zum 21. Dezember. Ja, das mit dem Glühwein, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch gleich. Alle Informationen, was auf den einzelnen Weihnachtsmärkten geboten ist, die finden Sie auf den Internetseiten der jeweiligen Städte. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit. Zum Wohl!